Hallöchen, wieder einmal, jawohl, wunderbares Wetter heute, was machen wir heute bei diesem wunderbaren Regenwetter, jawohl, ihr habt es schon richtig erraten, nichts. So, es regnet und regnet und regnet, Tag für Tag, so, aber jetzt haben wir gedacht, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich was draußen machen, die Arbeit wartet auf mich, ja, so, und dann haben wir gedacht, was machst du jetzt da, wenn es regnet, jetzt fängt schon wieder ein Stück an. Box das am Sägewerk. Wir haben Kubikweiß, haben wir Sau. Kubikweiß haben wir Sau. Zum Schneien. Ne? Ihr wisst es eh, ich hab's euch schon mal in einem Video gesagt. Da habe ich die Ahorn und die Linden geholt. Ja, Ahorn und Linden, wunderbare Stamperler. Und die werden wir am Sägewerk aufschneiden. Und die werden wir heute mal angreifen. Da die Sonne, nicht? Genau, die fahre ich jetzt mal rein. Und da rüsten wir sie und da greifen wir an. Dann schneiden wir die auf und schauen mal, was drin ist. Da bin ich gespannt. Ich habe so ein Ahorn und so ein Linden noch nicht einmal gesehen, wenn es einmal drin ausschaut, ob es eine Überraschung wird. Ich glaube schon. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Schaut es euch an, wer es vorher noch nicht gesehen hat. Und sonst so, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ahorn, Linde, aufschneiden am Sägewerk Logosol B7 51 Pro. Jawohl, auf geht's. Thank you.
Und jetzt kommt noch die Linde. Lindenbaum. Schauen wir mal. Jawohl. Jawohl. Jetzt regnet er davon. Ne? Jawohl. Linde. L-I. Linde. Schau mal, wenn wir das schneiden. Am liebsten gar nicht einmal so gar. Ja, die Linden schneiden wir auch irgendwie auf. Nicht? Das ist die Frage, wie. Machen wir bei der Linden auch 6 allein oder nicht? Normalerweise schnitzen wir jetzt. Aber schnitzen darf ich nicht. Ne? Das ist die Frage. Was dann machen? Oder dicke Nylon? Besser. Mal schauen. So, auch ein Linden ist geschnitten, ist wunderbar gegangen, keine Komplikationen, keine Nägel drin, wunderbar, bloß das Holz war eigentlich eine Enttäuschung, muss man sagen, von der Maserung und so weiter her, ist relativ weiß, ist kein Lehm drin, die einen mengst nicht, gibt's
gibt's Geschmäcker, haben verschieden, sage ich mal, aber es ist halt ein Harzholz, ne? Auch wenn meistens ein Tischplatten wird da gemacht oder sonstiges, nicht? Ich habe jetzt 6 Jahre lang geschnien, die brauche ich jetzt, die ich mindestens 6 Jahre draußen liegen und dann nochmal 4 Jahre in den Stall herin und nachtricken, also 10 Jahre lasse ich die meine Schuhe tricken, bevor du das verarbeitest, weil dann ist relativ die Bewegung heraus vom Holz, es ist gescheit drucken und dann schauen wir weiter. Aber das soll jetzt einmal da draußen liegen, da hat es weit. Und ja, Linden, Schnitzerholz, mal schauen, was man da wieder reinfällt, habe ich auch 6 Jahre lang gemacht. Was man da wieder einfällt, was man da wieder machen kann. Gell? Mittlerweile ist wieder alles aufgeräumt, habe schon wieder aufgeräumt. Geschnien habe ich mit einem Hartmetallbandel. Das fragen auch viele, mit welchem Bandel, dass ich da schneide und welcher Holz mit welchem Bandel, also so Hartholz, Ahorn zum Beispiel oder Eschen, mache ich aber mit einem Hartmetallbandel. Das Linden ist ein bisschen ein weicheres Holz, habe ich aber jetzt auch mit einem Hartmetallbandel geschnien, ist auch wunderbar gegangen. Ja, das ist das Bandel mit den Hartmetallbestückten Spitzen vorne, das hat er brutal geschneit und halt auch brutal lang geschneit. Also ich nehme alle bei diesen hervorragend recht gut und bei der Fichten nehme ich einfach die HSS-Bänder, ganz normalen, die gehen da am besten. Ja, das ist das Hartmetallbandel eher schlechter, da ist die schwerer. Ja. Ja. Wieder super aufgeräumt, Gleich habe ich auch geschnitten, habe ich auch schon mal gezeigt, glaube ich, oder? Das ist das Gleich, was zwischen die Leine kommt, Zoll auf ein Zoll, also Zoll, quadratisch sozusagen, ein Zoll auf ein Zoll, 2,54 mal 2,54 Zentimeter, solche Lattel halt. Das kommt dazwischen rein, das heißt, wenn du das auch so legst oder umdreht, ja, ist aber gleich hoch, dann passt das auch wieder zusammen. Wunderbar, kann ich da mitten durchschneiden. Da hat man 1,20 Meter und 1,20 Meter und das ist das ideale Maß, wenn ich es jetzt mit durchschneide, 1,20 Meter, zweimal 1,20 Meter kommt das, ideale Maß, so lang ist eigentlich mein Staplergabel. Na, wenn ich so richte, dann habe ich ungefähr ein Richtmaß von der Breiten vom Hafer her, vom angerichteten Hafer, dass man den Hauch im Kant mit der Staplergabel, dass man da nicht zweit rauskommt, zweit auseinanderkommt, dann kann man es mit der Staplergabel nicht mehr hin, alles mit dem machen. So passt die super Sache. 2,50 Meter lang, in der Mitte durchgeschnitten, fertig. Habe ich auch schon mal gezeigt in einem Video, wie ich das mache, mit den Lattel schneiden und so weiter. Schaut mal rein, wenn ich drüber link, verlinke ich es euch in der Videobeschreibung. Gut, jetzt sehe ich es wieder aufgeräumt. Das nächste Projekt wartet schon. Jawohl. Ich sage wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch meine Videos gefallen, wie alle, weil bewertet es positiv und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Das hat mich sakrisch gefreut. Vielen Dank, habt ihr Servus, bis zum nächsten Mal.